Ich war mutig und stark, ja, ich diente dem Licht, ich trug ein Buch und einen Hammer, doch Schaden machte ich nicht. Oh Gott. Doch dann kam alles anders, ja, jetzt ist alles anders, jetzt ist alles anders. Ich bin der Todesritter, mach alles auf. Das ist ein geiles. Das ist wirklich geil. Boah, diese Luft hier drin. Furchtbar. Ja, top of the mock. Der Zug ist abgefahren, ja, ich glaube auch. Boah, aber mit einer Jogginghose ist es schon gleich angenehmer. Hätte ich früher anziehen sollen. Okay. Wir müssen jetzt zu dem Trollposten, glaube ich, jetzt. Das ist das nächste dran. Gibt's wieder viel Lesen. Yay! Wusstest du, dass Bahngleise die härtesten Drogen sind? Ein Zug und du bist weg. Ja. Genau. Den hatten wir heute tatsächlich schon mal. Ja. Den hatten wir schon mal. Erstmal zurücklehnen. Sonst kicken wahrscheinlich Rückenschmerzen nachher elendig. Eine Sekunde für Iron. Okay. Das diese Katze. Das ist der Moonwalk. Aber vor allem von hier aus, ne? Zurück, zurück, zurück. Und dann. Oh, bis Katze im Feuer ist. Geht's immer weiter und weiter. Ja. Hast du ein Bad genommen? Warum? Fehlt eins? Egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie ein Stein. Egal wie du fährst, Züge fahren Güter. Jetzt kommen die richtig schlafen. Oh Was kommt Gott, nach Ich? Iron. Aber gerade beim Brötchen angerufen, war belegt. Aber mein Mathelehrer angerufen, damit hat er nicht gerechnet. Ja, beim Bäcker habe ich auch angerufen, Mailbox war dran. Oh Mann, ich suche Ja. es dann mal. Ich habe noch mehr. Ja, du. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, wir Ja. haben nicht lang. Nee, hier drückt am Schuh. Also. Wenigstens eine hier erfüllt ihre Pflicht. Ja, ne? Vielen Dank, dass ihr euch um diese Angelegenheit gekümmert habt, Adariel. Ich muss einmal mit Zurei über Ravioli sprechen. Deine Tagträumereien müssen langsam ein Ende haben. Oh ja. Was ist denn am besten für mich? Wirklichkeit. Okay. Aber Haltet ich bin euch so von faul. Hulu fern. War, glaube ich, genug für eine Sekunde. Ja. Versteht man unter einer Turbine? Nichts, ist viel zu laut. Übrigens, ich habe gerade ein Blatt gelocht, aber das ist nur am Rande. Steht ein Baum allein im Wald. Der ist gut. Der finde ich schön. Aber der Wald ist, glaube ich, gar nicht definiert, ab wann, wie viele Bäume ein Wald sind, ne? Tja. Oh, ich liebe es so. Ravioli! Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Ich bin euch was schuldig, Mann. Ich verspreche euch, dass ich der größte Jäger werde und Magascha stolz auf mich sein kann.
Ja, Mann, sei Voodoo, Mann. Wer ihr sein denn? So hat's gewollt. Stimmt, meine Motzen, der rate ich da. Ich muss die Aufgabe der Motz übernehmen. Ich muss ganz oft ein- und ausrennen. Was ihr wollt. So, haben wir hier noch Jobbers Bericht. Ihr seid zurück, aber Jobber ist nicht bei euch. Was ist mit ihm passiert? Zurei nimmt den Bericht von euch und schaut ihn sich an. Viele von diesen Informationen sind uns bereits bekannt. Alles in dieser Gegend scheint ausgetrocknet oder am Verwelken zu sein. Aber hier steht etwas Neues. Er sagt, die Fungus-Giganten sind von dem Wassermangel wahnsinnig geworden. Eurer Beschreibung nach muss es einer von ihnen gewesen sein, der ihn umgebracht hat. Ich werde meinen Männern anweisen, die Gegend zu meiden. Wir können uns keine weiteren Verluste erlauben. Man sieht sich mal. Vom Voodoo fern. Redet mit mir. Gut, den nochmal. Später. Ah, Inventar ist voll. Achso, ja. das haben wir gleich. Ah, ne, er ist ja selber Händler. Kannst du bei ihm verkaufen? Ja. Diesmal kann ich bei ihm. Ich muss erstmal gucken, was ich hier an neuer Ausrüstung habe. Okay. Wie geht's denn so? Bockys Kinderstampfen. Also mit dir ist es schon deutlich einfacher, wach zu bleiben. Ja. Machst du jetzt jeden 24er mit? Kommt auf das Spiel an. Ach, Mist. Der hat da Taschen. Ja. Kann ich einmal? Passmo. Phasmophobie. Der nächste 24 Stunden Stream wird Phasmo. Da bleibe ich dann dabei. Oh Gott. Also bei einem 24 Stunden Phasmo Stream wäre ich tatsächlich raus. Nee, ist auch nichts für mich. Das wäre so. Nein. Einfach. Nein. Ja, nach 2 Stunden findet man einen nur noch in der Ecke kauernd in Embryonalstellung. Ja, mich. Ja. So, ich habe jetzt erstmal mehr Platz im Inventar. Das war nötig. Mögen die Geister mit euch sein. Später. Oh, Level up, bap, 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 bap. Und Kapitel 1 von 7. Das würde ich auch nicht überleben. Da sind wir uns eher einig. Das muss echt nicht sein, nee. Also... Bei aller Liebe, Iron, ich hatte dich echt sehr, sehr gerne, aber 24 Stunden würde ich nicht durchhalten. Niemals. Also, nicht mit dir, sondern mit Phasmo. Ich glaube, ein 24-Stunden-Stream mit dir wäre echt nice. Aber... nicht mit Phasmo. Weißt du, was auch ein guter Name für so einen Blutelf ist? Was denn? 12. Ein Elf namens 12. Ja. Ich finde das gut. Das kam mir gerade wegen dem Elchspruch von allen. Nee, nicht mit Phasmo, das wird doch 2 oder 3 Stunden echt hart. Das wird doch 1 Stunde schlecht hart. Also, fliegst du mich wieder? Oh, großer, ja, mächtiger Duft. Ja, sicher. Da kommen wir doch sicher. Ja, aber Drachi. Ich will diesen Drachen haben. Ja, für ein kleines Taschengeld gehört er auch irgendwann dir. Mein Kerl hat einen Panda namens Derby. Was? Nein. Oh.
Nein. So, wo fangen wir denn hier an? Am Anfang. Hier vorne, oder? Ja, aber wenn es bei der Wurst ist, ist schwierig, ne? Ne, ja, zwei Anfänge und Enden. Oh, hier den Icke. Ickien. Ja, mach mal Icke. Habt ihr meine Habseligkeiten noch gefunden? Die Höhle ist nicht weit von Umbrafen entfernt. Nahe der Grenze. Ja, haben wir. Meine Sachen sind alle da. Ich danke euch. Wie versprochen dürft ihr euch etwas von den Dingen aussuchen, die... ich habe nicht viel anzubieten, aber mein Volk hat schon immer das Wenige, was wir hatten, geteilt. Jawohl. GZ. Friede sei mit euch. Die Frau, die machst du ja. Ja, die Frau mache ich. Elun sei mit euch. Achso, ich habe hier erstmal noch Pflanzen abzugeben, bevor ich das vergesse. Mögen euch die Sterne leiten. Weil hier kriegt man ja eigentlich auch einen Mount, ne? Wenn man den Ruf hat. Geht in Frieden. Ja, du kannst diesen, was ist das hier? Hypogreifen gibt's hier. Die Göttin genau. Schütze euch. Aber das ist richtig lästig, den Ruf hier zu sagen. Ja, deswegen, ich habe hier meinen Sporn und die gebe ich hier die ganze Zeit ab. Gut, diese Marschenbiester haben kein Recht, das Haus der Sporlocks zu überfallen. Es wäre besser, wenn die Tiere lernen würden, in Harmonie zu leben. Aber wenn das nicht geht, müssen wir uns eben um die Situation kümmern. Hier, bitte nehmt etwas hiervon als Dank für eure Hilfe. Elun, erleuchte euren Weg. Wieso sind wir eigentlich nochmal in der Scherbenwelt? Ich weiß, das habe ich schon mal gefragt. War nicht heute, aber ich habe schon mal gefragt. Die brennende Legion kam aus dem Portal gestürmt, so, und haben da, die haben da alles in Schutt und Asche gelegt. Auf einmal kamen da so ganz wütende Orks und Dämonen raus. Und dann hielten wir es für klug, einfach in das andere Portal ins Portal reinzugehen und zu sagen, hey. Ja, man hat sie quasi zurückgedrängt, ne, militärisch. So, die kamen da raus und dann hat man sie militärisch wieder zurückgekämpft. Und als wir da durchgegangen sind, wenn du dich erinnerst, in der Höhenfeuerinsel, haben wir da vorne auf der Treppe ja noch weiter gekämpft. Ich frage mich, wie die das alle überleben. War jetzt die Kurzfassung so das akute Problem? Ja, ich weiß nicht, mir kam das gerade einfach so in den Sinn und ich dachte so, warte, warum war das nochmal? Warum stehen die alle hier ganz entspannt rum? Ja, genau, wieso sind wir eigentlich hier? Ja, aber, weißt du, hier eigentlich nur Friede vor der Eierkuchen und eigentlich dieselben Probleme wie zu Hause und so, what? Okay, ihr habt meinen Dank, Eldariel, und den der Behüter. Sie werden sich freuen zu hören, dass sie ihre Arbeit im Süden nun ohne Angst vor weiteren Angriffen fortsetzen können. Mögen die Vorfahren noch schützen. Yay, Rettung des Sporlocks, geil. Der Segen der Uralten. Ihr habt euch das Vertrauen der Expedition des Szenarios verdient. Der Name kommt mir auch schon wieder bekannt vor. Wir hatten das Thema auch schon, das weiß ich. Genau als wir hier waren, haben wir auch drüber geredet. Ja. Es ist an der Zeit, dass ihr euch mit den Urtumen unterhaltet, die sich unserer Sache angeschlossen haben. Ashien und Kelet und um ihren Segen bittet. Das Zeichen eines Urtums zu tragen bedeutet große Macht. Je höher euer Ansehen bei uns steigt, umso wertvoller wird dieser gefallen werden. Geht Eldariel und bittet die Urtume um ihren Segen. Mit der Erdenmutter. War das dieser Kerl, der bei Krieg der Ahnen was mit zu tun hatte? Verwechsel ich das gerade. Dann kommt, kriegt der an auch vorher. Nee, ich meine Szenarius. War der? Ja, Szenarius kommt da auch drin vor. War das hier der Lehrer von... Szenarius ist hier der Hirschtypi. Ja, also der Lehrer von dem Bruder von Illidan. Auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Oder? Achso, du meinst von Malfurion und Illidan, genau. Die noch zusammen waren. Ja. Genau. Ja, weiter weiß ich es leider noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ja, genau. Okay, dann habe ich... Hey, ich habe mir was gemerkt, auch wenn ich die Namen nicht mehr ganz oft... Illidan, den Namen weiß ich. Genau, Zenarius ist dieser Halbgott. Okay, ja, dann habe ich dazu schon mal... Aber hey, ich bin ein bisschen stolz, ne? Ja, ich habe was verhalten. Auch wenn es nicht viel war, aber... Ja, mehr als erwartet. Danke. Aber ja, ja, ne? Ich habe es auch nicht erwartet.
Ich hab's auch nicht erwartet. Also die anderen müssen wir hier auf den Turm abgeben. Das sind hier Bahamut. Dieser Name. Warum liegt hier Stroh? Ach, Iron. Wie oft hatten wir das heute schon? Das kam auch schon vorher, aber ich glaube auch nur einmal. Echt? Na gut, kann sein, dass Frischus das im Hintergrund irgendwann mal heute von sich gegeben hat. Das kommt ja bei ihm auch öfters mal vor. Ach gut, dass du lesen musst. Auf sehr Armut. Fangen wir mal mit einem herzlichen Willkommen an. Okay. Schön, euch wiederzusehen. Wie läuft die Jagd nach den Nagern? Gut, gut. Gut gemacht. Beruhigt euer schlechtes Gewissen, falls ihr eines haben solltet. Diese Nager sind böse Kreaturen. Noch viel böser als die in Azeroth. Nö, also ich hab jetzt keine Kredite mehr. Alter, Iron! Sitzt einer im Stehcafé. Wie heißt der Schutzpatron der vergesslichen Dings? Was machen Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen? Den kenne ich tatsächlich schon. Wollte Spider-Man anrufen, aber der hatte kein Netz. Okay, der ist gut. Der ist gut. Der ist echt gut. Den muss ich mir merken. So, welchen? Anführer der Blutschuppen. Ja, komm. Ich wette, die Blutschuppen überlegen es sich nun zweimal, bevor sie unsere Speer nochmals angreifen. Nehmt dies als Belohnung. Ihr habt es euch verdient. Und den Anführer der Dunkelkämme. Ich mochte schon die Nager in Azeroth nicht. Aber die hier mag ich noch viel weniger. Es ist eine Schande, dass unsere Mission nicht friedvoll verlaufen konnte. Aber ihr werdet mich niemals auch nur eine Träne für einen Nager vergießen sehen. Hier ist eure Belohnung. Yay. Ja klar, stimmt schon. Nager, ja doch, ein bisschen böse sind die schon. Na. No. Die sind ein komplett missverstandenes Volk. Ja, das sowieso. Aber das sind Gnome auch. Na gut. Aber sie bleiben trotzdem klein und hässlich. Ja, das sprichst du allerdings ein wahres Wort. Gangster Stufe 32. Way. Oh yeah. So. Da drüben im Haus haben wir noch was. Da drüben? Drüben, ja. Oh Gott. Ah, ich hab's hier ist ein Stallmeister, falls du den brauchst. Mal oh ja. Stallmeister, Hallöchen. Ich hätte gerne einen Platz für meine Begleiter. Meinen Drachenfalken würde ich gern bei mir behalten. Die Hydra und die Wespe kann weg. Die sind für die Sammlung. Die ein noch recht klein ist. Zwei draußen sind. Das ist viel zu wenig Platz. 20 Seiten nur. Das würde aber reichen. Also auf meinem Main habe ich die Seite voll. Die Seite voll. Die Seite voll. Und die Seite voll. Ey, ey. Also, sie haben jetzt aber wirklich jedes Exemplar dann, ne? Nein! Ja. Tu ich. Auf bald. Tu ich ganz gewaltig. Einer ruft ihn, das macht ihr am besten sofort, damit ihr die volle Quest bekommt. Achso, ja, dieses Erkunden-Dings. Ach ja. Hui. Wo man da in einen Vogel verwandelt wird. Ach ja. Das ist das Ding, was ich immer vergesse. Ja, ja, das ist gut, schon mal erwähnt. Die Nager stecken dahinter, aber warum? Euren Schilderungen zufolge sind die Dampfpumpen für das Sinken der Wasserspiegel in den Marschen verantwortlich. Egal, dies erklärt ihr offensichtliche Feindlichkeit uns gegenüber. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Ihr müsst eine weitere Aufgabe für uns erledigen. Der Flug der Krähe. Wir müssen genau herausfinden, wie weitreichend die Aktivität der Nager wirklich ist und entsprechend reagieren. Jedes Wasservorkommen in den Zangermarschen zu untersuchen wäre ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen. Wenn ihr mir gestattet, werde ich meine Magie benutzen, um euch in eine Gestalt zu verwandeln, die euch das Erkunden der Marschen leichter machen wird. Haltet dieses Amulett über dem Balkon in meiner Nähe, wenn ihr bereit seid.
Ich werde euch zurück in die Sicherheit führen, wenn wir fertig sind. Die Göttin schütze euch. Alles klar. Dieses da. Hui! Ich mach mich mal von dannen. Ich hab mich einfach von selbst erschreckt. I believe I can touch the sky. Ich kann nicht viel, aber schräg singen, das kann ich. Ja. Aber wenn es regelmäßig schräg ist, dann ist da auch schon wieder Musik. Na, ich weiß ja nicht, du. Ja, solange es Rhythmus hat, kannst du immer noch als Trommel auftreten. Ich trete als krumm singendes Pummeluff auf. Ich räume von links nach rechts, das passt. Ja, auch wenn das Krexen auf der Weise im Rhythmus ist, so. Solange es Rhythmus hat, ist es halt irgendwie noch Musik. Ich könnte jetzt was anderes sagen, aber das mache ich jetzt lieber nicht. Das mache ich irgendwann privat mal. Das könnte mir jetzt falsch ausgelegt werden. Ich bin eine Krähe, da darf ich doch wohl krächzen, ne? Krähe, krähe, krähe! Ja. Ich wäre ja lieber ein Rabe. Rabe? Raben sind cooler. Also eigentlich ist beides cool, aber... Sieben Raben klingen schöner als Krähen. Wieso? Weiß ich nicht, Rabe kommt irgendwie viel sanfter über die Lippen als Krähe. Ja, aber das... Ach so, wegen dem R, ja. Es klingt halt besser. Rabe. Rabe. Ein eleganter Rabe. Es passt halt. Oder eine krächzige Krähe. Ja. Krächzige Krähe. Die arme Krähe. Die krächzige Krähe der Krätze. Toll, das macht's doch besser. Ja, wenn, dann muss man so eine Alliteration schon ein bisschen... Ah, muss richtig Peppe da. So viel wie möglich, was, dann wären sie richtig geil. Es ist so, wie ich dachte. Die Nager haben Pumpstationen an allen größeren Seen in den Zangermarschen errichtet. Wenn die Marschen weiter existieren sollen, müssen sie aufgehalten werden. Ich kann nicht verstehen, warum die Nager ihren eigenen Lebensraum entwässern wollen. Ich weiß aber sicher, dass wir sie aufhalten müssen. Die Samen tragen die Wut der Erde in sich, bringt sie zu den Dampfpumpen, die von den Nager betrieben werden, benutzt sie bei den Steuerungen. Die Ranken, die aus dem Samen wachsen, werden so dick wie euer Arm und so stark wie Eisen sein. Stellt das Gleichgewicht wieder her, das die Nager zerstört haben. Mögen euch die Sterne leiten. Yay. Ja, Mann. Wir bringen die Flut. Brech den Damm! Oh. Friede sei mit euch. So, wir können uns erstmal hier die Utuma abholen, glaube ich, die Buffs. Den sollten wir ja auch quatschen. Bitte seg mich, großer Baum! Weiß man nur nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Ich meine, wie erkennt man das bei so einem Baum? Gut, der hier hat einen Bart, aber... An der Eichel! Da gucke ich jetzt aber nicht nach. Sie haben beide einen Bart, das ist beides männlich. Das heißt, sie müssten eine Eichel tragen. Ja. So, dann können wir die ja gleich wieder abgeben hier. Was für eine Eichel. Guten Frau Schwarz. Ihr seid zurück. Habt ihr den Segen der Uralten erhalten? Vielleicht haben wir das. Winde. Ja, ich habe günstige Winde. Aber das wollt ihr nicht wissen. Ach, das war schon? Okay. Ja, das war schon. Wir sind jetzt gesegnet. Na, mit der Macht des Baumes. Wow. Ja, wer heißt das? Mal des Krieges und Mal der Lehre haben wir Tatsache. So, mal so, mal so.
rasselnde Bombe. Elegant abgesetzt. Ja, hau den hier weg hier. Stört er uns beim Abpumpen? Nö. Zumindest mich nicht. Oh, da war ein Quest-Item drin. Kanalisationspläne. Nicht schlecht. Oh ja. Wollen wir die auch vorlesen, die Pläne? Ich habe meistens gerade welches Skript, aber du kannst gern vorlesen. Ja. Kanalisationspläne. Durchsucht den Grund des, also das ist übrigens hier Beschreibung. Die Pläne, die ihr bekommen habt, zeigen ein unterirdisches System von Rohren und Pumpen, die die Seen in der Umgebung mit dem Schlangensee verbinden. Wenn die Pläne korrekt sind, muss es einen riesigen Ablauf am Grund des Schlangensees geben. Bestätigt dies und bringt die Neuigkeiten zur Zuflucht des Szenarios. Jo. Ja, wir haben geheime Pläne gefunden. Der ist cool. Ja, der ist auch cool, ja. Der sieht so ein bisschen aus wie Isera. Die Quest, warte mal. Nee, die kann man nicht teilen. Ich glaube, man muss dann das Quest-Item hier einsammeln. Ich habe das hier gerade aufgelootet. Ja, bei mir auch. Also, dass ich aufgelootet habe. Wahrscheinlich einfach noch ein paar Nager, glaube ich, töten. Ja, wir haben ja noch ein paar Pumpen vor uns. Dürfte ich für einen Drachen haben. Den da? Allgemein irgendein Drachen. Ist egal, was für ein. Also, wenn du das mit deiner Story nicht so genau nimmst, könnte ich. Ja, leider schon. Das ist ja mein Problem. Ich weiß es doch. Du kurz Augen und Ohren dann zumachen und dann fliegen wir irgendwo hin und dann haben wir einen Drachen. Ist schon schlimm genug, dass ich vorhin. Oh mein Gott, den da hätte ich gerne. Oh mein Gott. Ah ja, der ist schon ein bisschen seltener. Ja, natürlich. No. Wir werden hier beschossen. Okay, der ist auch cool. Der hat so ein bisschen was Bayrock-mäßiges. Ein Teilbug, ja. Ob es klug ist, dass ich mir während. Oh, der ist auch geil. Dunkel. Oh, ein Anthurus, ja. Ein Anthurus ist schon noch ein bisschen. Brauchst du Dropper. Kann man nicht alleine machen. Hypogreif. Die ist noch nicht so alt, der Raid. Okay, das ist ein verdammt hässliches Pferd. Der ist cool. Ist hier nicht irgendwo die Pumpe? Nee, wir müssen noch ein Stück weiter gleich. Okay, der ist auch Keil. Das ist auch ein geiles Viech. Ja, Astralo wollte nicht lange. Ja, der ist auch sehr beliebt. Den habe ich auch noch nicht. Ja, Elegon, der droppt halt auch ungern seinen Maul. Ja, natürlich. Ja, die richtig geilen Leuchtesachen sind immer so selten. Oh mein Gott. Warum? Ich will mein WoW-Abo eigentlich nicht erneuern, weiterhin, aber oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt nicht ganz so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Azurblauer Drache, ja. Der ist auch cool. Oh ne, der droppt glaube ich auch nicht 100%. Der ist cool. Okay, das ist jetzt nicht so meins. Der ist auch geil. Beinspalter der wilden Jagd. Ja, das ist Battle for Azeroth. Oh, der Skorpion ist auch geil. Oh, der ist schön. Der ist auch cool. Der ist geil. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Ich weiß gar nicht, wie viel man sieht. Ich glaube, über 700 oder so. Oh. So, wir können hier weiter.
Ja, ja. Mach du mal. Oh mein Gott, Sumpfhüpfer. Aber der Preis, Alter. Oh, Skelettfett, das ist auch geil. Ja, 1 Million ist schon ein bisschen. Oh mein Gott. Ja, das ist die Witwe, das ist die 1-Million-Spinne, die ist... Die hier? Lecker. Boah, da würde ich echt sterben bei dem Fieber. Oh Gott, das ist bei mir echt alles... Alter, das ist ein richtig leckeres Exemplar. Boah, das ist echt cool hier. Wobei, das hier geht schon wieder. Es ist halt eklig, ja, aber... Die gehen noch, ja. Aber das sieht für mich halt nicht direkt nach einer Spinne aus. Aber Zähne vorne, die knacken richtig sind. Ja, das kann ich ja vorstellen. Also sieht zumindest so aus, die machen keine Geräusche, Tatsache. Es geht schon wieder weiter. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hätt Durst, der Sultan hätt Durst. Erinnerst du dich an die Pläne? An die Pläne? Ja, wir haben aufgedeckt, dass hier im Schlangensee, das ist da, wo wir gerade drüber fliegen, so Pumpenanlagen sind, die unter nach unterirdisch verlaufen. Ne? Die ganzen, die pumpen das Wasser hier hin. Wir sollen jetzt mal reingucken. Ja gut. Machen wir mal. Ja. Ist das Ding ekelhaft. Oh ja, der ist auch. Stimmt, PvP-Spinner, ja, die ist mega cool auch. Der ist cool. Boshafter Kriegsfuchs. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, die kriegst du gar nicht mehr, die aus den PvP-Seasons. Ja gut, PvP spiele ich sowieso nicht, aber... Es geht ums Prinzip, dass sie toll sind. Ja, das auf jeden Fall. Nicht alle? Finde ich, aber manche davon sind schon sehr sexy. Die meisten tatsächlich, würde ich sagen. Zumindest finde ich halt die meisten toll. Oh, Bronzedrache. Ja, den könnten wir uns relativ zügig organisieren. Schwarzdrache. Ich bin gerade mal bei C. Der ist auch cool. Ja, sie müssen schwimmen. Okay. Haben wir das jetzt schon entdeckt? Ich glaube schon, ne? Mit denen hier quatschen? Hallo? Mortok Dampfkopf. Etwas dabei, was euch gefällt. Ja, ich glaube, es war schon. Hier sind auf jeden Fall die Dungeons. Ja, genau, und die sind dann hier. Ja, wir werden wahrscheinlich eh bald die Quests dafür kriegen, ne? Weil wir haben jetzt den Eingang hierhin entdeckt, so. Was wird da wohl sein? Mhm. No. Okay, ich kann dir hier leider nicht folgen. Ja, Unterwassermount hast du, glaube ich, auch noch nicht, ne? Doch, irgendwie, ich habe mehrere. Seepferdchen vielleicht. Nee, es gibt tatsächlich Mounts, die auch unter Wasser schneller sind. Achso. Die anderen sind einfach, ja, du kannst die unter Wasser reiten, aber es bringt nicht. Jo, nö, hab ich nicht. Ich bin Mountarm. Hier die Qualle, die kann man sich relativ easy organisieren. Also mittlerweile. Ja, aber auch damals schon. Muss man einen Weltboss machen, habe ich. Also eine Legion-Walle. Also, nee, habe ich zu Legion-Zeiten schon alleine gemacht. Also, der ist keine große Nummer. Ja, gut, aber. Das will ich alles noch nicht. Ja. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir erstmal beim Szenarios ab? Ich mach das, was du machst. Oh, das Seepferd. Ach, das hatte ich vorhin gesehen. Meintest du das hier? Ich glaube, das ist Poseidon, ja. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich kann das von der Farbe nicht erkennen. Beruhigte Seepferd.
Pferdchen, glaube ich. Ja. Nee, das kriegt man, glaube ich, über die Quest. Also das kriegst du mit jeder quasi. Dann gibt es noch Poseidon, heißt das. Ist, glaube ich, nur ein bisschen andersfarbig. Hier stimmt, eins, hier gibt es sogar noch. Beziehungsweise Steuerung am Sumpflichtsee. Was ist denn der Sumpflichtsee? Steuerung? Haben wir noch eine Quest offen? Das gleiche. Ah ja, du hast vollkommen recht. Wir sind noch gar nicht fertig. Ja, Blechwasser ist gerade. Deswegen, dann dachte ich, oh ja, das stimmt, da ist ja noch was. Hier hinten die Eins. Ja, lass mich, Arzt, ich bin durch. Ja, man muss schon sagen, ne? Wir sind ja jetzt schon bald 17 Stunden dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Wir lieben das Leben. Die Liebe und die Lust. Ach ja, wenn man jetzt Musik hören dürfte. Genau. Mhm. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute WoW streamen, wie viele Zuschauer manche Leute haben. Bin jetzt mal erstaunt. Jetzt viel oder wenig erstaunt? Viel. Ja, es kommt darauf an, was man macht, so, ne? Also es gibt so ein paar Interessensbereiche da. Also ich bedenke immer so, wenn ich von einigen höre, wie tot es ist und mir dann von manchen Spielen die Kategorien angucke, mit 4000 Zuschauern, 500, 700, du denkst ja nur so, Tote. Naja, also richtig, also Tote sind immer, ne, die Übertreibung, ne, es ist halt kein Vergleich zu dem, was es früher war. Ich meine, aktive Spiele hat man jetzt Wobei bei manchen kann man es ja sogar schlecht vergleichen, weil es damals vielleicht auch keine Streams in dem Sinne, also nicht in dem Umfang gab. Ja, ich finde, Streams kannst du generell schlecht vergleichen, so, ne? Also, das und dennoch tun es leider so viele. Und dann, das hatte ich ja öfters schon im Stream. Und dann, ja, warum spielst du denn ein totes Spiel? Hä? Es ist aber doch gar nicht tot. Ist doch egal. Wenn es mir Spaß macht, oh, ist doch egal. Erstens finde ich erstens Spiel tot, wenn es kaum noch einer spielt. Dann kannst du es endlich in Ruhe spielen, ohne dass einer stört. Das ist ja auch, kann ja auch ein Vorteil sein. Zum Beispiel bei DVD. Jedes Mal, wieso DVD ist so tot? Ja, wenn DVD tot wäre, warum habe ich dann innerhalb von 2 Minuten eine Gruppe? Ja, ich finde, ja, so schlimm ist das da halt auch gar nicht. Wir könnten jetzt hier einen neuen Stützpunkt. Ach ja, es ist halt eine Interessenssache. Nur weil, ich sag jetzt mal, 5 Leute kein Interesse mehr dran haben, ist es für 1000 Leute vielleicht immer noch interessant. Ja, es ist häufig halt auch immer so eine subjektive Aussage, ne? Wenn mir jetzt gerade irgendwas nicht gefällt, wird das natürlich immer verallgemeinert. Dann muss das natürlich allgemein tot sein, schlecht sein, ne? Das häufig wird es ja auch so gemacht. Die letzten Steckbriefe hattest du, dann lese ich jetzt. Ja, dann mache ich den zweiten, ja. Okay. Gesucht, tot oder lebendig? Ihr Boss Groggak, Vorarbeiter der Angorosch-Pilzsammler-Operation. Diese grobschlächtigen, aktschwingenden Dummköpfe sind für das Fällen von Pilzen nördlich des Dorfes verantwortlich. Wenn er nicht aufgehalten wird, werden er und seine Leute einen Pfad bis zu den Mauern von Zabrajin schlagen. Wer Boss Groggaks Kopf zur Schattenjäger, den Jai, bringt, soll reich belohnt werden. So. Alles klar. Gesucht. Häuptling Momaki. Häuptling Momaki, Anführer des verdorbenen und degenerierten Dolchfen-Stamm der Verirrten. Wegen seiner brutalen Angriffe auf Zebrajin und seine Einwohner. Der Häuptling und seine Truppen von Auftragsmördern haben mehrere Speer und Boten auf dem Gewissen. Nur erfahrene Kämpfer sollten sich an sie heranwagen. Reisenden wird nahegelegt, die Gegend um Dolchfen nördlich von Zabrajin zu meiden.
Das Kopfgeld kann bei Vorlage eines Beweises für das Ableben des Häuptlings bei Schattenjäger Denjai eingefordert werden. Gute Nacht, Byron. Auch wenn ich gerade geschrieben habe, aber gute Nacht. Gute. Gute Nächtle. Ganz schön. Hallo. Wer ist der denn? Wer? Gambarinka. Was sucht ihr denn? Tückische Mücken. Ja, auf einer Rose oder dem jetzt fliegen. Ich kann mit diesen infernalen Gesummen nicht arbeiten. Könnt ihr es hören? Ich höre nichts. Ich bekomme es nicht aus meinem Kopf. Ich weiß genau, wer dieses Geräusch verursacht. Sumpflichtbluter. Das Geräusch kommt immer vom Süden und vom Westen des Dorfs her. Sie sind zu groß, um sie mit einer Fliegenklappe zu erschlagen. Sie unter dem Fuß zu zerquetschen oder vorzuwedeln. Der einzige Weg, dieses fürchterliche Dröhnen zu beenden, ist sie zu töten. Mir ist ganz egal, wie ihr es tut. Aber bringt es zum Schweigen. Ja, mal diese lästigen Mücken. Warte. Ich habe vergessen, auf Annehmen zu drücken. Ja, ich habe gerade nur gesehen, Discord hat mich schon wieder gemutet. Und dann war ich erst mal damit beschäftigt. Aber wieso automatisch irgendwie? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine... Wahrscheinlich irgendwo ein Keybind oder so. Ich habe keinen Shortcut mehr. Alles rausgenommen. Und trotzdem mutet man mich immer wieder. Und ich denke mir immer so, okay, gut, schön. Ach, gemein. Gott hat die eine Frisur. Ja, mega. Anglerunglück. Welche Erleichterung, dass ich endlich an einen Ort mit Wasser angekommen bin. Ich hatte schon Angst, dass es keine anständigen Fischgrunde hier in der Scherbenwelt gibt. Jetzt bin ich doch froh, dass ich meine Angelausrüstung mitgenommen habe. Das Fischen läuft soweit auch ganz gut. Wenn da nicht diese nichtsnutzigen Feenklauenhauer im Schlangensee wären. Sie verscheuchen mir nicht nur die Fische, sondern sind auch noch frech genug, mir die Köder direkt vom Haken zu stehlen. Ich verbringe mehr Zeit damit, neue Köder anzubringen, als tatsächlich etwas zu fangen. Man sieht sich. Ja, das ist doof, ne? Ja. Ich sei blöd gelaufen. Huch. Blöde Sache aber auch. Ja. Hexendoktor Torgasch. Okay. Berstkappenpilze, Mann. Mögt ihr Pilze, Mann? Es gibt einen ganz mächtigen hier in den Zangamarschen. Es gibt bei mir manchmal schnell durch. Es gibt einen ganz mächtigen hier in den Zangamarschen. Wächst gleich in der Nähe von Zabrajin. Ihr müsst aber vorsichtig sein, Mann. Man nennt ihn aus gutem Grund Berstkappenpilze. Wenn man ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu nah an sie herangeht, geht ihnen der Hut hoch. Puff! Und dann steht man in einer Wolke von giftigen Sporen. Ich habe sie benutzt, um die Zukunft vorauszusagen. Aber jetzt sind sie fast alle. Man sieht sich. Ja, die Zukunft voraussagen, ja. Er sagt die Zukunft voraus, pass auf, der explodiert gleich. Das kann ich aber auch. Ja. Ich glaube, das ist oben, oder? Hier, da drüben ist noch einer. Hier sind verdammt viele Männer. Ja, also kann ja auch mal was für mich geben, ne? Bote Gatzkrieg. Immer noch atembringend bedeutet der Bote euch hinzusetzen. Sie werden vielleicht nicht überleben, Zandalari-Troll. Geht so schnell euch eure Beine tragen können nach Garada. Als Reaktion auf euren fragenden Gesichtsausdruck führt der Bote näher aus. Das Zuhause der Mag'ar liegt im Süden, in Nagrand. Folgt dem südlichen Weg aus dem Sumpf, nehmt die erste Abzweigung nach Osten und sucht nach einer größeren Siedlung am Seeufer. Findet dort unseren Kommandanten, Hauptmann Krogan, und helft ihm, wie ihr nur könnt. Gerada darf nicht fallen. Oder? Möge eure Klinge. Ja, auch schon wieder Hilfe für ein anderes Gebiet, du. Mhm. Ja, falls muss überlegen, der ist verzweifelt, der ist bis hierhin gewalkt, ne, um nach Hilfe zu suchen. Na, guck mal, die Serie. Und Weibchen. Oh, nicht so schön. Liddy. Geister der Witwen. Der mächtigste Stamm der Verirrten in den Marschen, der Witwenstamm, soll eine mächtige Medizin besitzen. Vielleicht ist an solchen Gerüchten nichts Wahres dran, aber ich muss einem nachgehen, was mir dabei helfen kann, die Geister dieser Welt zu lenken. Findet die Mystiker, Jäger und Druiden von Witwen.
und nehmt euch ihre Totems. Alles, was ihr wissen müsst, werde ich aus dem Schnitzereien erfahren können. Bleibt sauber. Ich versuche sauber zu bleiben, ja. Ich bin seit einigen Tagen stubenrein. Wahnsinn. Da oben ist noch was. Ich glaube, da war eben auch noch. Das ist der Schattenjäger, da können wir auch unseren Kopfgeld dann abgeben. Kommt und holt den. Jäger Dungey. Bericht an den Schattenjäger. Ja, von Szenarios sollten wir, glaube ich, berichten. Oh. Ihr seht nicht aus wie einer meiner Männer. Was wollt ihr? Gib mir so einen Bericht. Warum habt ihr nicht gleich gesagt, dass ihr einen Bericht von Sorai habt? Ich warte schon auf eine Nachricht von ihm. Ich habe ihn nach Osten geschickt, damit er dort einen Posten baut. Nicht, um auf den Händen zu sitzen. Wollen wir mal sehen, was er zu sagen hat. Mhm. Wie geht's denn so? Die Ogerbedrohung. Als ob die Nager und ihre Verbündeten nicht schon genug wären, scheinen auch die Oger sich weiter in den Marschen auszubreiten. Sie haben schon weite Teile des Nordwestens erobert und der Puffer zwischen uns und ihnen wird immer kleiner. Für jeden, den wir umbringen, sind gleich mehrere neue zur Stelle. Ich weiß nicht, wie lange wir Zabrajin halten können, wenn sie sich entschließen, uns anzugreifen. Geht nach Norden in die Berge zum orkischen Stützpunkt in der Donnerfeste und berichtet Nektar von unserem Bedrängnis. Jede Hilfe, die er uns zur Verfügung stellen kann, ist äußerst willkommen. Ja, die hier im Dorf sind aber auch alle so, da kommen sie, wir brauchen Hilfe. Mhm. Aber irgendwie selber was in die Hand nehmen wollen sie nicht. Hm. Ja, ja. Sonst hätten wir ja auch nichts zu tun, ne? Nee. Irgendwas müssen wir ja machen. Richtig. Jetzt die Frage, wollen wir hier direkt weiterquesten oder erstmal denn das andere Zeug abgeben? Mir ja, egal. Ich sitze eh hinten drauf, also. Ah ja, hier Flugpunkt könnten wir uns noch abholen. Yay. Abgeholt. Aber dann würde ich erstmal hier kloppen gehen, oder? Alles eigentlich in der Nähe. Stunden, ey. Ne? 17 Stunden und es geht noch weiter. Mhm. 7 Stunden noch. Ja, hier, das sind die Berstkappen, die machen Puff. Puff, puff. Puff, puff. Piff, puff. Piff, puff, puff.